steigender Kurs. Als den nächsten Booster alle. Effektiv ist es immer genau in die Richtung zu schieben, in die man sich sowieso bewegt. Und sie hauen ganz sanft ab, ohne Kollision. Das Geilste ist, die Kiste wackelt kein bisschen. Ja. Wir kriegen einen ganz natürlichen Orbitaldrift hier hin. Oh, hat sich ein bisschen verschoben. Aber wir sind auf sehr gutem Kurs. Oh. Berge abschalten. Wir gehen mal auf 80.000, um nur sicher zu sehen. Und ich würde sagen, wir erreichen locker den Orbit. Das passiert beim effektiven Spargel-Staging. Fügen wir einmal Nullwahlen zu, um hier ein bisschen kannst du gleich vielleicht zirkularen Kurs hinzukriegen. Hauptsache über 70, reicht also so völlig aus. Wir brauchen eine Delta V von 1700 Meter, aber ich glaube, das geht. Nur. Wir haben, glaube ich, noch locker 3000 in der Stage drin, die wir jetzt noch hier haben. Das könnte sein. Aus Atmosphäre raus, also können wir uns getrost querdrehen. Das Einzige, was mir ein bisschen Sorgen macht, ist die Ladung. Die sieht noch gut aus. Ja, nein, ich meine unsere Ladung, also elektrische Ladung. Weil wegen Manövrieren überall das Gyroskop, das verbraucht ja Strom. Und wir sind gerade im Sonnenschatten. Wir haben eine sehr kleine Solab. Das aber nicht schlimm ist, weil wir eh gleich wieder die Triebwerke zünden. Ja. Wir müssen über eine Minute brennen. Oh Gott, dann fangen wir besser jetzt schon an. Caps Lock an für feinere Kontrolle über den Schub. Und versuchen wir möglichst genau auf dem blauen Ding zu bleiben, damit der Kurs nachher noch stimmt. Ich hätte vielleicht ein bisschen eher gucken müssen, wie lang der Burn ist. Dann hätte ich eher gemerkt, dass wir früher anfangen müssen. Je länger der Burn ist, umso eher muss man verfrüht anfangen, im Prinzip, vor seinem eigentlich Manöver. Erzähl mal, damit warum. Das, damit er möglichst genau drauf bleibt. Ach so, dass man quasi genau auf dem Kurs bleibt, brennt man. Dass man genauso viel Vorbrennzeit hat, wie man Nachbrennzeit hat nach dem Manöver, damit es genau mittig quasi endet. Das halbe Manöver vorbei ist. Genau auf dem Knoten. Sonst fängt man an, nachher Kurskorrekturen zu machen, das ist Spritverschwendung. Ah, ich verstehe. Ja. Das ist gleich vorbei, wir fallen momentan noch runter, aber das dürfte sich gleich erledigen. Gleich unsere Geschwindigkeit erreicht, unsere Orbitgeschwindigkeit von 2200. So, wir haben noch einen vollen Tank, um nach Minmus zu kommen. Das sieht doch sehr gut aus. Wir sind leider auf einem leicht fallenden Kurs, der uns immer noch nach unten befördert. Das heißt, wir brauchen noch mehr, noch etwas mehr Brennen. Bis wir hinter der Periapsis sind, sonst haben wir ein Problem. Sieht nicht gut aus. Aber gut, wir. Im Prinzip sind wir jetzt zu schnell, um runterzufallen. Jetzt können wir doch hier schon mal ein Manöver, um denn. Du kannst doch schon mal ein Target setzen. Wir müssen doch nicht in einem vernünftigen Orbit kommen, oder? Doch, ich mache einen vernünftigen Orbit, weil der.
Der Zeitpunkt, den wir wählen, um Richtung Minmus zu starten, ist entscheidend. Ah. Wenn wir gezwungen sind, es da zu machen, kann es sein, dass es total blödsinnig ist. Zumal auch unsere Ebene noch nicht stimmt. Wir müssen noch eine schräge Ebene draus machen. Wir können natürlich versuchen, unser Manöver nach hier hinten zu verschieben. Zeitwurf. Wir sind zum Glück aus der Atmosphäre raus. Gut, wir sind aber relativ schnell unterwegs. Unser Manöver würde uns immer noch in den Orbit bringen, einen stabilen. Wenn wir jetzt hier also noch an der Descending Node ein bisschen Aufstiegsmanöver erzeugen. Ich glaube, wir sind wir knapp drüber. Wunderbar, perfekter Kurs. Wir haben mittlerweile auch wieder Sonnenlicht. Jetzt müssen wir nur zusehen, unseren Manöverknoten hier anzuwählen. Und 190 Meter pro Sekunde ist überschaubar. Dann haben wir stabilen Orbit und dann stimmt auch die Ausrichtung unserer Orbit-Ebene. Leute, ich nehme noch Wetten an. Schaffen wir es oder schaffen wir es nicht? Das Böde an Solid Boostern, warum sie halt auf lange Sicht uneffektiv ist, weil sie nur in einer niedrigen, dichten Atmosphäre gut funktionieren. Das Spargel-Staging funktioniert über einen längeren Zeitraum, deswegen ist es im Endeffekt effektiver, zumal du dein überflüssiges Gewicht zwischendurch abwerfen kannst. Könnte und trotzdem maximalen Schub auf deinen Stages hast. Könnte man nicht rein theoretisch den Solid Boost nehmen, um in der dichten Atmosphäre und danach das Spargel-Staging zünden? Könnte man, ja, aber... optimales Schub zum Massenverhältnis zu haben, müssten die Spargelstages sowieso von Anfang an brennen. Um halt maximalen Schub zu haben. Und dann wirst du einfach zu schnell in der Atmosphäre, hat es keinen Sinn, zu schnell sich zu bewegen. Okay, wieso? Weil der Luftwiderstand wird exponentiell höher. Ja gut, das ist klar. Und du brauchst immer mehr Treibstoff, um weiter zu beschleunigen. Genau. Okay, jetzt haben wir uns ausgerichtet. Kurzen Time Warp, um die Drehung zu töten, die noch da tiefer. Dann sagen wir mal, wie viel Warpen mal bis kurz vor das nächste Manöver. 13 Sekunden Burn. Wir haben auch wesentlich mehr Treibstoff da. Burn in 2 Minuten, dann machen wir noch ein bisschen Turbo hier, damit wir nicht allzu lange warten müssen. 13 Sekunden heißt, wir fangen 7 Sekunden vorher an zu brennen. Den Fehler hatte ich immer gemacht. Ich habe immer versucht, exakt auf der Node zu brennen. Und dann drücken wir im richtigen Moment Z für vollen Schub. Jetzt. Wenn wir perfekt ausgerichtet sind, müssen wir im richtigen Moment X drücken und unser Manöver ist vorbei. Tada! Wir können noch leichte Korrekturen machen, aber ich glaube, die sind minimal. Was haben wir für eine prozentuale Abweichung? Wir sind hier auf 0 Grad. 0 Grad. Denke ich völlig in Ordnung. Okay, weg mit dem Manöver. So, und jetzt können wir uns Gedanken machen. Wie was viel ich Treibstoff gehört habe, ist. Haben wir noch? Das sieht doch gut aus. Sehr viel. So, wie war das? Muss ich kurz überlegen. Man nimmt den Zielplaneten, den Zielmond. Funktioniert mit dem Moon wahrscheinlich auch. Nimmt hier eine Ebene und auf dem eigenen Orbit
90 Grad davon ungefähr hier brennt man einfach in die Bewegungsrichtung. Dann da hinten einen Orbit kriegen, ein Encounter. Theoretisch. Du bist aber auf dem Mond. Richtig, das ist der Mond. Noch weiter raus. Ich würde gerade sagen, unsere Höhe stimmt ja überhaupt nicht. Und da haben wir einen Encounter. Da haben wir eine Annäherung, noch nicht dicht genug. Wir sind nicht ganz auf den richtigen Punkt. Eher brennen, dann brauchen wir ein bisschen mehr Treibstoff. Später brennen, wenn wir eher brennen, dann schleudern wir raus. Da sind wir. Da war kurz ein Encounter. Wir auf dem Rückweg kommen wir dran vorbei. Da haben wir ein Schleudermanöver, da könnte man doch dann abbremsen. Wenn wir weniger Schub geben, könnten wir vielleicht etwas später brennen. Könnten wir... Wow. Ist interessant, wie sehr das wir dann den Schub reduzieren können und trotzdem das gleiche Ergebnis erzielen. Wir versuchen mit noch weniger Schub ranzugehen und einen noch effektiveren Anlauf zu kriegen. Indem wir den Knoten noch weiter rumbewegen und noch später brennen. Da kreuzen wir die Mondbahn, das ist uneffektiv. Es sei denn, wir können über den Mond ein Schleudermanöver ausführen, was uns in die Minimus-Umlaufbahn schickt. Das wäre sehr effektiv. Jetzt haben wir nur 600 Meter Delta V und wenn wir jetzt noch ein bisschen weniger uns rumbewegen. Ein bisschen weniger Schub. Ah, auch wieder blöd. Alle Zeit der Welt, uns ein Manöver auszudenken. Wir könnten sogar mit ganz sehr viel weniger Schub am Mond vorbeischleudern. Das Problem ist, dass Schleudern am Mond vorbei die Höhe unserer Ebene ändert, weil der nicht in der gleichen Ebene wie Minmus ist. Das ist blöd. Das heißt, wir werden wahrscheinlich von absehen, das zu tun. Da haben wir wieder einen Fluchtkurs. Wie, erzählen wir nochmal, wie war das mit dem Drauf und dann Bahn und dann... Ja, das habe ich irgendwie voll verpeilt. Problem ist, dass wir einen elliptischen Orbit haben und dadurch sich unsere Effektivität eh verschiebt. Wenn wir da jetzt einen Kreisorbit draus machen, indem wir das hier jetzt mal rauslöschen, dann könnten wir effektiver arbeiten, was unseren allgemeinen Orbit angeht. Allein dafür geht schon 200 Delta V ja, drauf. Ja, aber ich würde jetzt mal einfach also die Theorie quasi, dass du uns das mal zeigst an dem Manöverplan. Gut, jetzt haben wir erstmal hier dann 717 und 500 irgendwas, noch ein bisschen mehr. 700. Das wäre jetzt unser Zirkularorbit so. Wenn wir den jetzt haben, können wir von da aus das so hier 90 Grad peilen oder was? War das so und dann da 90 Grad? Ich weiß es nicht mehr. Da gab es irgendwie 90 Grad Faustregel. Ich weiß noch nicht mehr, wie rum das war. Machen wir mal hier 90 Grad Manöver. Und sagen, wir brennen einfach vorne raus. Müssten wir eigentlich eine saubere Begegnung mit Minmus. Ach, Minmus ist weiter draußen. Ich habe schon den falschen hier. Nee, Wahnsinn! Wenn wir jetzt ein bisschen später brennen, dann müssten wir eigentlich, weil unser Winkel nicht ganz stimmt, kommen wir wahrscheinlich dicht daran. Aber guck mal, wir hätten jetzt insgesamt einen Delta V von knapp 500. Wenn ich das jetzt so sehe, haben wir hier einen Delta V von 255 für das andere Manöver auch. Das Schöne ist, wir können jetzt hier unseren Encounter-Out sauberer verschieben, weil unser Ort nicht mehr elliptisch ist. Jetzt so optimieren, dass wir hier zwangsweise eine Begegnung haben. Da. Und das mit sehr niedriger Bahngeschwindigkeit. Das heißt, wir bräuchten sehr wenig Delta V, um in den Orbit einzutreten. Ja, ja, gucke. Aber hier auch. 255 für den Burn. Für den anderen Burn waren das auch knappe 200. Oder 200 irgendwas. Ja.
Das ist, unterm Strich haben wir ein Delta V von ein bisschen mehr als 500. Das ist besser als 600 irgendwas. Und wir müssen uns schnell drehen, um den hier noch zu erreichen. Na. Oh, du machst das spannend wie Sau, ey. Junge. 200 Meter pro Sekunde auf 6 Meter genau zu sein, das ist, glaube ich, super. So, jetzt müssen wir aber den Kurs hier anpassen, weil er nicht mehr optimal ist. Alter, du machst das spannend wie Sau, habe ich dir das schon gesagt? Jetzt brauchen wir hier ein bisschen weniger. Tada. Jetzt sind wir aber wieder bei 600 Meter pro Sekunde. Ja, die Sache, so viel sparen wir dadurch nicht. Aber warum hat das auf der anderen Rechnung so gut ausgesehen? Weil der immer den nächsten Knoten angezeigt hat, nicht den aktuellen. Ach so. Aber das wäre jetzt von dem perfekten Kreis die optimale Annäherung, die tatsächlich, dann auf den Knoten ist, kann ich also mit dem Mausrad die auch noch manipulieren. Tatsächlich kann man hier sehen, wenn man hier ranzoomt, dass wir... verändert. Dass wir tatsächlich irgendwie so wie mal da mit der 90-Grad-Regel arbeiten können. Wird ein bisschen offset, je nachdem, was die Bahngeschwindigkeit ist. Also ich nehme an, dass die Bahngeschwindigkeit anders ist. Beim Mond soll es auf jeden Fall klappen, aber beim Mond ist ja eine andere Bahngeschwindigkeit. Gut, demzufolge klappt es nicht ganz so gut. Einen Encounter, ne? Ja. Schleudermanöver. Ja. Aber da kann man denn gut bremsen wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Jetzt gucken wir mal hier. Focus View. Jetzt wird es interessant. Jetzt sehen wir nämlich, wo unsere Periapsis hier vorbeigeht. 87 Kilometer. Das ist geil. Das ist richtig dicht dran. Nur die relative Geschwindigkeit haben wir leider nicht. Aber wenn die gering genug ist, dann können wir einfach abbremsen, in Orbit gehen und dann können wir da uns um den Rest kümmern. Wir versuchen es. Und wenn wir es nicht schaffen, dann sind wir im Schleudermanöver zurück zum Planeten, was dazu führt, dass wir bloß einen kleinen Burn brauchen, um wieder zu landen. Da müssen wir nur hier, wo wir ganz langsam sind, ein bisschen Geschwindigkeit reduzieren und schon landen wir auf dem Planeten. Das heißt, es ist sogar relativ ungefährlich, das ganze Manöver. Ein 38-Sekunden-Burn. Dafür müssten wir fast genug Treibstoff haben in der Stage. Ja, ja, eben, eben. Bin überrascht, wie dann gut. Dann richten wir uns mal schon mal ganz gemütlich aus. Ich bin überrascht, wie wirklich gut dieses Teil quasi im Orbit noch an Saft hat. Und wir mussten noch nicht mal die Lander-Treibstoffreserven angreifen. Genau. Und wenn es nicht genug Schub hat, dann machen wir halt aus den 6 Stagen Spargel ein 8er. Dann haben, dann haben wir ein bisschen mehr Reserven. Wir verlieren zwar Effektivität am Boden, weil das Gesamtding halt weniger mehr wiegt. Aber das könnte man vielleicht mit einem Booster oder mit zwei Boostern ausgleichen, die man noch... Das gleicht schon zum Teil, größtenteils, die zusätzlichen Triebwerke aus, die dann an diesen Treibstoff-Stages dran sind. Ach so, stimmt. Da haben wir ja wirklich die mit dem richtig Zunder-Power deswegen unter der Haube. Das wird größtenteils ausgeglichen. Aber ein bisschen Effektivität geht durch Hinzufügen von mehr Boostern oder Treibstoff immer... töten. Was wir versuchen könnten, ist mit der ersten Stage, die ja sehr viele Triebwerke hat, mit etwas weniger Schub zu arbeiten. In den oberen Atmosphären vielleicht. Dass wir die Beschleunigung unten geringer halten. Oben können wir besser beschleunigen, das ist nicht so schlimm, aber unten müssten wir weniger vielleicht. Dass wir mit weniger Treibstoff hochkommen, dass wir nicht so den Luftstaudruck haben. Genau. Hier.
Zeitraffer die Rotation aufhört. Und dann versuchen wir uns dem Manöver anzunähern. Wie machst du Time Warp? Mit Komma und Punkt. Dann sinken und erhöhen. Aber danke, dass du mich daran erinnerst, das nochmal für alle klarzustellen. Okay, wir haben 38 Sekunden Burn, das heißt 20 minus 1 sind 19 Sekunden vorher, müssen wir anmachen. Mit Z nehme ich an. Ja, natürlich mit Z.